So, hey Leute, ich habe einen Fernseher, der hat ein zitterndes, verwackeltes Bild. Mal zittert es, dann zittert es mal wieder nicht. Und jetzt zittert es wieder. Und da will ich mal schauen, woran es liegt. Ich vermute mal, weil das Bild hier größer, kleiner wird. Hier. Vor allem horizontal. Vertikal auch nicht so, aber leicht auch vertikal. Dass es an einem der Elkos liegt, an einem der Netzteil-Elkos. Das Bild zittert echt sehr hier. Es zittert hier um 2-3 cm. Bei einem TV mit 50 cm Bildschirmdiagonale. Und mache ich ihn mal aus und gucke mir mal den Netzteil-Elkos an. Vielleicht sieht man es ja schon gleich. Okay, da wenn ich den TV reinschaue, fällt mir auf, gut, hier ist oben etwas dick. Allerdings, wenn ich es reindrücke, merke ich, das ist nur das Kunststoff, die Elko ist gar nicht so dick. Aber es fällt hier ein Elko auf, der oben aufgebläht ist. Und das ist ein 160 Volt Elko. Der schaut nicht mehr so heil aus. Die anderen hier, die sind nicht aufgebläht, die schauen noch ganz gut aus. Hier, die habe ich schon mal getauscht, die beiden. Die beiden Elkos, die sind neue. Weil da nach gerade mal 2 Jahren, gerade mal nach der Garantie, die schon kaputt gegangen sind, habe ich getauscht. Seitdem läuft da zig Jahre schon. Dann hier, schaut sehr gut aus. Der ist auch noch ganz platt, der auch noch. Aber der hier ist gewölbt. Dann würde ich sagen, werde ich den jetzt mal tauschen, weil der ist schon aufgebläht und ich denke, dass der kaum noch Kapazität hat. Dass es daran liegt, dass das Bild so wackelt. Was haben den auch schon mal kaputt war, das war hier die Vertikal IC, den ich getauscht habe. Den habe ich dann vorsichtshalber noch ein Kühlblech dran gestaubt, ein extra Kühlblech an dem, dass der nicht zu heiß wird. Der ist mit Wärmeleitpaste auf dem Kühlblech und da war die Ursache, denke ich, weil die Wärmeleitpaste mit der Zeit, mit den Jahren vertrocknet ist und das IC zu heiß wurde. Dann der Kondensator ist der Puffer-Elko für die Vertikalstufe. Ne, der ist es. Der Puffer-Elko, der ist aber auch heil und so. Jo, also ich vermute jetzt mal, dass es jetzt der Elko ist. Meistens gehen die Elkos kaputt von CTVs. Dann werde ich den mal auslöten. Chassis mal rausziehen und den Elko auslöten. So, dazu habe ich die Bildschirmplatine mal abgemacht. Das Chassis rausgehoben, so dass ich hier ran kann. Und da ist eine Induktivität. Und da drunter, ups, da ist, müsste die Elko sein. Oder? Nee, da ist der. Da ist die Elko, hier ist er. Also muss ich den da auslöten, da kann ich ihn auf der anderen Seite rausziehen. Das wäre dann der Elko. So, ich habe den Elko jetzt draußen, ganz wichtig. Minus ist hier rechts, plus ist links. Aber es müsste auf der Platine auch nochmal draufstehen, wenn ich einen neuen Elko einlöte. So, das ist ein Samsung Elko. 85 Grad, 160 Volt, 47 μF. Okay, jetzt muss ich einen 47 μF finden, der 160 Volt hat, dann suche ich mal. Hier sieht man deutlich, der ist dicker geworden, ja. Der ist oben schon, schon dick. Und ich vermute mal, dass das die Ursache ist. Dann werde ich den mal tauschen und dann mal gucken. Okay, für den 47 μF 160 Volt, mal gucken, was ich zur Auswahl habe. Ich habe jetzt mal gesucht, ich habe hier einen 100 μF 250 Volt, der passt am besten. Dann hier, der wäre von der Kapazität her zu groß, 680 μF, der war auch viel zu groß, 680. Den hier würde ich noch einbauen, notfalls 330 Volt, 160 μF, also das wäre schon eine dreifache Kapazität. Also statt 47 kann ich einen 100er noch reintun. 100 μF 250 Volt, statt 160 Volt 47. Okay, dann werde ich den nehmen. Eigentlich sollte man wieder einen 47er einbauen, aber dadurch, dass ich keinen 47er habe, die Voltzahl muss mindestens so hoch sein. Statt 160, dann nehmen wir 250. Ja, dann hält der auch länger, denke ich. Und 47 μF, da haben wir hier halt 100. Aber das müsste gehen, der ist heil. 105 Grad, das wären 85 Grad, also die hält auch mehr aus. Dann werde ich jetzt den da einlöten, statt den, der eine Beule hat. Und dann mal gucken, dann mal testen, ob das Bild immer noch wackelt. So, und anscheinend ist der doch zu groß. Das Netzteil macht tak, 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 tak. Es startet nicht.
Beim Startet ist nicht. Ich habe jetzt den 400 Volt IQ auch mal getauscht. Den hier. Den 100 μF gegen 150 μF 400 Volt. Und der macht nur tak, 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 tak. Nur tak, tak. Jetzt versuche ich mal den da doch durch eine kleinere Kapazität zu tauschen. Ich hätte noch einen 400 Volt 33 μF. Löte ich den mal ein, ob er dann startet. Wichtig ist ausstecken. Und dann warten. Warten, bis sich alles entladen hat, bis man da rangeht. Und vorsichtig, es kann immer noch Spannung drauf sein. Besonders auf der Bildröhre wird noch Spannung sein und so, da kann man sich einen gewaltigen Schlag holen. Dann tausche ich den Alkohol mal nochmal, den 100er gegen den 33 μF. So, jetzt geht's, ich hab's, und zwar jetzt startet das Netzteil. Ich habe hier den kleinen 16 Volt 47 μF Kondensator, der hier war. Also, ups, da war der, hier, den da habe ich noch getauscht, den da, und dann hier hinten den 100 μF wieder eingelötet, bevor der 47er drin war, weil der ist mit dem 33er auch nicht gestartet. Er startete aber mit dem alten Samsung, der an Kapazität verloren hat, damit ist er gestartet. Habe ich einen 33er rein, startet er nicht. Jetzt habe ich einen 100er wieder rein, weil 100 μF muss das Netzteil packen. Ich dachte mir, das gibt es nicht. Und dann habe ich da mal geschaut, das sind hier noch da ein Alko und da ein Alko. Das sind 1 μF, 50 Volt. Und da war ein 47 μF und 16 Volt drin. Und den 47 μF habe ich getauscht durch einen 47 μF 35 Volt. Oben Minus, unten Plus, schön aufpassen. Jetzt startet das Netzteil wieder. Und jetzt tue ich das Ganze mal wieder zusammen. Da hinten ist ein neuer Alko. Und hier ist ein neuer Kondensator drin. Den Kondensator sieht man nichts an. Den sieht man nicht an, dass der irgendwie aufgebläht wäre. Allerdings, das Netzteil startete mit dem nicht mehr. Das Dumme ist, dass man bei den Kleinen wirklich nichts ansieht. Das heißt, das Netzteil, das hat den TV noch starten können, solange der zweite Elko auch ziemlich mistig war. Jetzt, wo der zweite Elko neu ist, ich habe die Kapazität sogar verdoppelt, hat das Netzteil den TV nicht mehr gestartet und nur noch tak, 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 tak gemacht. Und durch den Tausch von den 47 μF 16 Volt Alko durch den 47er startet das Netzteil jetzt wieder den TV. Dann werde ich das Ganze mal so weit wieder zusammenschrauben, Chassis wieder einschrauben und dann den TV ausprobieren. So, ich habe das Chassis wieder drin und wie schaut es aus? Es wackelt nichts mehr. Das Bild ist stabil. Da ist kein Wackeln mehr. Ist auch kein Wackeln mehr. Kein Wackeln mehr. Stabiles Bild. Okay. Ursache an dem total verwackelten Bild waren, wie gesagt, Ursache waren die beiden Alkos. Ein Alko, den man ansieht, dass er an Kapazität verloren hat. Hier 160 Volt 47 μF. Den habe ich jetzt getauscht durch einen 250 Volt 100 μF, der oben schon eine Delle hat. Also den schon aufgebläht hat. Damit startet der Fernseher nicht mehr. Also durch den Tausch von dem Alko ging gar nichts mehr. Dann habe ich noch den 16 Volt 47 μF getauscht. Und siehe da, funktioniert wieder. Okay. So, jetzt einmal nochmal. Videotext geht auch super, einwandfrei. Das Bild ist super stabil. Hier, es schwankt nicht mehr, weil das hat beim Videotext nämlich auch so geschwankt. Das hätte ich am besten zeigen sollen, wo die alten Alkos noch drin war. Das Bild da ist aber super stabil, auch beim Teletext. So. Und wenn ich dann wieder auf TV umschalte, auch super stabil. Okay, Polizei. Ja. Okay, ich würde sagen, war erfolgreich, die Reparatur. Ja. Jetzt nochmal kurz, wenn man sich den Alko ansieht, dann sieht man schon, hier ist er zwar aufgewölbt, aber er schaut ganz aus, aber wenn ich mir den Pin hier anschaue, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier sieht man, dass von dem rechten Pin unten schon was rausgekommen ist. Da ist Elektrolyt oder so rausgekommen aus dem Alko. Dadurch hat er, denke ich mal, großen Kapazitätsverlust. Bei den hier sieht man das nicht, aber hier unten
Wenn man sich da unten die Pins anschaut, dann sieht man, dass hier unten auch was rausgekommen sein könnte. Ist zwar sehr verstaubt, aber obwohl man sieht es eigentlich kaum, aber der hat sicher schon ganz schön Kapazitätsverlust, weil ja mit diesem Alko nicht gestartet ist, nachdem ich den anderen Alko ausgelötet habe. Ja, und den hier habe ich vorsichtshalber getauscht, der ist glaube ich noch okay, das ist 100 μF 400 Volt, habe ich getauscht gegen 150 μF 400 Volt, 50 μF mehr. Ja, Samsung, genau, 400 Volt 100 μF, habe ich gegen 400 Volt 150 μF getauscht. Bisschen mehr ist nicht schlecht, dann dürften die Alkos bisschen länger halten. Okay.